Hallo liebe Kampfsportfreunde, Fight Promoter TV Staffel 2. Heute geht es ums Profiboxen. Wir haben die amtierende Nummer 6 der WBA am Start. Ja, war beim Universum Boxsport unter Vertrag über 62 Kämpfe. Ich heiße herzlich willkommen, Hoşgül Dünis, sagt man so schön, Fırat Aslan. Hoş bulduk. Sehr schön, wunderbar, schön, dass du da bist. Du bist ja zuerst an eine andere Adresse gefahren. Da gab es Büro, oder? Ja, ins Büro von mir, wo ich arbeite. Ich hoffe, du hast mich nicht jetzt dafür. Nein, aber Quatsch. Ich hatte zwei E-Mails und ich bin in die erste E-Mail rein und da war die Adresse. Super. Du hast ja auch noch zu mir selber gesagt, also wenn jetzt hier die Adresse von, keine Ahnung, irgendwie Chur oder Liechtenstein gestanden, wäre es auch dahin gefahren, dann oder? Dann wäre ich auch dahin gefahren. Alles klar, super. Ich bin froh, dass du da bist. Natürlich auch eine große Ehre. Ich meine, du vertrittst den Boxsport wie kein anderer und bist immer noch aktiv. Warum? Ich meine, ich muss dich das fragen. Klar, darfst du gern fragen. Es ist meine Leidenschaft. Ich liebe den Boxsport. Ich war, wie du selbst gesagt hast, bei Universum Boxpromotion lange unter Vertrag. Dort bin ich auch Weltmeister geworden, 2007, 2008. Ich bin das erste Mal in die Weltranglisten reingekommen, 2005, als ich Petkovic damals besiegt habe, bin ich in die Top 15 Alexander gekommen. Alexander Petkovic, ja. Genau, später Grigory Drozd, da bin ich Nummer 1 der WBA-Weltrangliste geworden, 2007 gegen Virgil Weltmeister geworden. Und ich bin aber seit 2005 bis heute immer noch in den Top 15 in den großen anerkannten Weltverbänden. Also jetzt bei der WBA Nummer 6 aktuell, also seit 17 Jahren in der Weltspitze. Und, aber es ist mein letztes Jahr, also ich werde Ende des Jahres, also möchte ich... Ja, ich muss, irgendwann reicht. Ich habe großartige Nachwuchstalente bei mir. Ja. Ich habe eine Sportschule eröffnet. Ich habe sehr, sehr großen. Die? Sportschule Fırat Aslan, okay, in Göppingen. Und wir haben sehr, sehr starke Nachwuchsboxer. Ich manage unter anderem aber auch bei den Profis, Hüseyin Cinkara. Okay. Der ist jetzt bei der WBA Nummer 9, bei der IBF an 10. Stelle, glaube ich, jetzt auswendig, weiß nicht, aber auch Top 10. Also ich bin auch weiter in den Boxsport erhalten, auch wenn ich zurücktrete. Ja. Jetzt ist Zeit für die jungen Leute. Aber das Schöne ist ja eigentlich, jetzt, wenn du das gerade sagst, dass du eigentlich immer noch aktiv bist. Das heißt, deine Kämpfer oder Kämpferinnen, besonders jetzt auch natürlich die Kämpfer, können sich immer noch mit dir messen, weil du ein aktiver Sportler bist. So gesehen, ja. Ich meine, ich muss auch sagen, noch schaffen sie es immer nicht, die Trainingseinheiten, die ich absolviere. Echt? Also das mit über 50, aber wie gesagt, ich habe 54. 51. 51, ja. 51 und ich bringe noch, wenn ich nicht die Hochleistung bringen würde, wäre ich schon längst zurückgetreten. Ja. Aber ich habe immer noch Bestwerte, die man messen kann. Boxen selbst ist schwer messbar, aber mittlerweile, dank Rook, muss ich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee, kenne ich nicht. Rook, bitte. Das sind so Sensoren, die du in den Handgelenken unter die Bandagen steckst. Leider habe ich das früher nicht gehabt, deswegen habe ich keine Vergleichswerte von früher. Ich habe mich früher immer nur orientiert an meinen Läufen, an meinen Laktatwerten, Kraftwerten. Okay. Mittlerweile ist auch Boxen dank Rook, also die sind echt so sehr gut, das, ne? So okay. Heißt das. Ich bin aber da nicht gesponsert. Ja, also ja, aber du bist doch begeistert davon. Ich bin begeistert, weil es wirklich deine Schlaggeschwindigkeit, deine Schlagkraft, auch die Durchschnittsschlaggeschwindigkeit aller Schläge, die Anzahl deiner Schläge pro Runde. Ja. Und ich war immer Fanatiker und Fan von Messbarem. Ja. Boxen selbst ist nicht messbar. Nein. Eigentlich. Ein Sieg heißt nicht, dass du besser geworden bist. Der Gegner könnte schlecht sein. Eine Niederlage heißt nicht, du bist schlechter geworden. Der Gegner könnte schlecht gewesen sein. Aber jetzt, dank diesem neuartige Methode ist natürlich schon für die Boxsportler, aber für mich natürlich ein bisschen spät, weil ich natürlich nicht meine Vergleichswerte von früher nicht mehr habe. Super interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Also kann ich wirklich jedem Boxsportler nur empfehlen, weil das wirklich sogar erkennt, ob du einen Aufwärtshaken schlägst, ob du einen Seitwärtshaken, unglaublich, also die Technologie, das erkennt auch, ob du Schattenboxen machst oder ob du ein Gerät schlägst oder ob du Sparring machst. Also unglaublich. Also wie mit auch Intensität immer. Auch. Ja, so. Ja, alles. Okay. Die Schlaggeschwindigkeit etc. Leider gab es das früher nicht. Deswegen kann ich nicht vergleichen, wie war ich früher, aber ich habe immer noch Topwerte. Aber natürlich habe ich keine Vergleichswerte zu früher. Aber was ich habe, meine Laufeinheiten, meine Krafteinheiten, und die, wenn ich da wirklich nicht mehr die Leistung von früher bringen würde, wäre ich schon längst zurückgetreten. Aber jetzt, wie gesagt, Ende des Jahres hoffe ich. Ich habe einen Zeitungsbericht auch gelesen, dass du wusstest ja auch, klar, man hat debattiert, ist es noch vertretbar, dass jemand, der über die 50 ist, überhaupt noch im Boxring steigt. Und ich habe aber gelesen, dass du hast da echt, du guckst ja auf so Dinge sehr akribisch, dich untersuchen lassen und man hat da eigentlich festgestellt, dass du Werte hast wie so ein 35-Jähriger. Also, wie gesagt, ich habe wirklich Vergleichswerte. Ich schreibe meine Trainingseinheiten, seit ich
begonnen habe zu boxen, seit über 33 Jahren, jede Trainingseinheit auf, Pulswerte etc. Und ich habe noch Top-Werte. Mhm. Wenn das nicht der Fall wäre, was ich vergleichen kann, wenn die Werte nicht stimmen würden, wäre ich schon längst zurückgetreten. Und ich glaube, die Werte allein sind es nicht, sondern ich bin immer noch in der Weltrangliste bei der WBA an sechster Stelle. Das ist der Urverband des Boxens, World Boxing Association, das ist der allererste Verband, den es gegeben hat. Danach kam die WBC, dann kam IBF und dann die WBO letztendlich. Also das ist immer noch der Urverband. Ich bin in der unabhängigen Rangliste immer noch in der Spitze in Deutschland wie auch in der ganzen Welt. Also immer noch an 25. Stelle, glaube ich. Okay. Also wenn das nicht der Fall wäre, wenn ich jetzt irgendwo ein Weltrangliste 200 oder sonst was wäre oder 500, dann bräuchte ich auch nicht weiter träumen von dem WM-Kampf. Aber wie gesagt, ich habe Ende des Jahres, wir sind dran mit meinem Manager Dennis Gemici Serrano, sind wir gerade dran, noch einen großen Kampf einzutreten. Also nochmal Titelkampf dann? Oder? Wir versuchen es, aber es ist auch nicht immer so einfach. So einen Kampf einzutüten ist nicht ganz so einfach. Ich arbeite jetzt seit über 2 Jahren erfolgreich mit Dennis Gemici Serrano zusammen. Ja. Der macht eine Top-Arbeit, ist also auch sehr stark vernetzt weltweit. Und wir sind dran, noch einen großen Kampf zu bekommen, aber ich kann nichts versprechen. Man muss immer abwarten, wie sich alles entwickelt. Auch Corona hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, nicht nur mir, sondern dem Boxsport, aber allgemein auch der ganzen Menschheit eigentlich. Du sagst international, ich meine, ich habe mir auch sehr viel angeguckt, klar. Virgil Hill in den USA, wie war das? Ich meine, das ist ja, die USA ist wieder so ein bisschen auch nebst Großbritannien, muss man auch sagen, also Tyson Fury, dass da ist Boxen. Da lebt man Boxen und da ist momentan, das sind die erfolgreichsten Länder eigentlich, oder? Gut, ich meine, England war schon immer, was den Boxsport anbetrifft, noch viel, viel, der Boxsport wurde dort immer viel größer geschrieben wie in Deutschland. Ich war mit Luan Krasnici, wir waren sehr viele Jahre. Der hat dich mit dem Universum Boxsport irgendwas gehabt? Wir waren bei Panix Promotions unter Vertrag von 97 bis 2000, danach erst bei Universum. Also er ging zuerst zu Universum, ich kam später nach. In England, wo wir schon damals noch No-Names letztendlich waren, wir wurden wirklich empfangen wie schon Boxstars. Und da ist einfach Boxen wirklich auch in den USA, wo wir waren mehrmals im Trainingslager mit Luan zusammen, haben tolle Zeiten gehabt, wirklich. Also Luan Krasnici für mich auch im Schwergewicht der größte, beste Boxer in Deutschland im Schwergewicht. Sogar heute noch, denke ich, gab es keinen, der wirklich diese Leistung so gebracht hat, wie er im Schwergewicht. Also der ist knapp an der WM gescheitert, hat als Amateur aber Klitschko besiegt. Also ist ein unheimlich starker Kämpfer gewesen, auch als Profi, wirklich hat nach Punkten geführt um die WM, war kurz davor, Weltmeister zu werden und gut, passiert, Schwergewicht, ein Punch, war vorbei, aber keine Chance, zusammen natürlich in England, wir haben zusammen in den USA, ich habe mehrere Kämpfe auch in England bestritten und das war natürlich schon nochmal eine andere Kulisse, und auch heute, wenn man sieht, Tyson Fury, die füllen da ein Stadion, wir haben Schwierigkeiten in Deutschland eine Halle zu füllen. Es ist einfach leider auch so, dass die großen Sender nicht mehr dabei sind, wie es so HBO, damals war. So Geschichten sind aber schon noch auch, glaube ich. Ja, schon, aber ich meine in Deutschland jetzt ARD, ZDF, es gab eine Zeit. Die haben sie mal kurzfristig versucht, aber da irgendwie gab es, glaube ich, wieder Randale, ich hoffe oder? Immer noch dran, ich hoffe immer noch, dass sie wieder zurückfinden, weil die Einschaltquoten waren ja eigentlich immer da. Also es war das stimmt, das stimmt. Also, ist ja nicht also so, Universum Box Promotion, damals Sauerland, die haben schon einen mega guten Job gemacht. Und ich hoffe natürlich für die Nachwuchssportler, nicht für mich, sondern für die Nachwuchssportler, die wir haben, auch für den Boxsport selbst, dass natürlich die großen Sender wieder einsteigen werden, früher oder später, dass wir wieder ein paar namhafte, großartige Nachwuchssportler bekommen und dass der Boxsport in Deutschland auch wieder frischen Wind bekommt. Finde ich auch. Wie sieht es aus mit Kämpfern, die pausieren, zwangsmäßig auch teilweise oder nicht zwangsmäßig, einfach ein bisschen aussetzen, sagen wir ein Stieglitz oder ein Felix Sturm, der halt gezwungenermaßen auch, du weißt es ja selber, wenn du immer so in Shape bist und immer fit und immer trainierst, dann bist du eigentlich jederzeit bereit. Dann kannst du deine Intensität ein bisschen erhöhen und dann kannst du kämpfen. Aber da gibt es gewisse Kämpfer, die sind haben eine Zeit lang gar nichts gemacht, also vielleicht haben sie ein bisschen trainiert und dann wieder zurückkommen. Ist das gut? Siehst du das positiv oder ist das eigentlich eher so, lass mal lieber sein?
das muss immer jeder selber entscheiden. Ich sage so, es ist halt schwer nach einer Pause. Ich bin immer dran geblieben. Das ist der einzige Vorteil, warum ich überhaupt in diesem Alter noch mich aufrechthalten konnte, war, weil ich immer dran geblieben bin, weil ich den Faden nie verloren habe. Felix Sturm, wie gesagt, war zwangsläufig ein bisschen weg und die Pause merkt man. Aber Felix Sturm ist für mich nach wie vor ein Weltklasse-Boxer. Ja, finde ich auch super. Und ich meine, man muss aber auch sagen, István Gyuri hat den Kampf seines Lebens gemacht. Ja. Kam in der Form, wie ich ihn davor nicht gesehen hatte. Er war schon immer stark, aber das war wirklich seine beste Leistung, die ich je gesehen habe. Felix Sturm ist nichtsdestotrotz ein sehr, sehr starker Kämpfer, sehr starker Boxer. Die Pause ist natürlich nie von Vorteil, wenn man eine Pause hat, aber ich traue Felix immer noch viel zu. Also er ist ein unheimlich starker Kämpfer. Was er machen wird, muss er selber entscheiden. Für mich ist er nach wie vor ein Weltklasse-Boxer, der natürlich gegen den sehr, sehr starken István Gyuri geboxt hat. Das war nicht der hat schon eine Weltklasse-Leistung in diesem Kampf gebracht. Das muss man auch berücksichtigen. Also das war nicht so, dass Felix schlecht war, sondern István Gyuri hat wirklich die beste Leistung gebracht, die er je gebracht hatte. Wahnsinn, oder? Also ja, was eigentlich noch möglich ist, so, dass man doch noch die Reserven oder auf on point, heißt so schön, abliefern kann. Ja, man muss auch sagen, die Menschheit hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also früher mit 40, 50, da war man ein Opa, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt immer mehr Boxer, die mit 40 noch Weltklasse-Leistung bringen. Mit 50 bin ich, glaube ich, der Einzige, der noch die Fahne aufrecht hält. Aber auch das wird vielleicht in 15, 20 Jahren nicht mehr so ein seltener Einzelfall sein. Was die positiv Menschen, ist, oder? Also der Sport hält, ist ja positiv. Man sieht ja auch, die Menschen früher haben ein anderes Leben gehabt. Man hat ja auch mittlerweile durch die Sportwissenschaft, Ernährungswissenschaft, es hat sich alles weiterentwickelt. Und der Mensch, der ackert sich vielleicht nicht mehr ganz so ab wie früher. Man trainiert ein bisschen wissenschaftlicher. Ich habe da natürlich auch Unterstützung von Sportwissenschaftlern. Früher hat mich Alfred Segre wirklich toll betreut. Und jetzt Günter Dreher. Das wird alles sportwissenschaftlich. Da musst du, ich bin in jungen Jahren, habe ich sehr hart trainiert, zu hart trainiert, oft falsch trainiert, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich trainieren soll. Okay. Und ich hatte die Regenerationstage nicht eingehalten, weil ich davon keine Ahnung hatte. Mittlerweile habe ich natürlich schon über einen guten Sportwissenschaftler, kannst du besser steuern. Also man muss auch ein bisschen haushalten mit der Energie. Und du spürst das dann auch an deinem Körper, natürlich, oder? Natürlich. Also du weißt, wenn du da jetzt Regenerationszeit hast, dann kannst du nachher wieder einsteigen und du hast keine Schmerzen groß oder du bist wieder ready, oder? Es ist wirklich so, dass natürlich das Einzige, was ich im Alter wirklich merke, ich bringe immer noch Hochleistung, aber was ich merke, ist die Regeneration. Und da musst du wirklich sehr sensibel, die dauert länger und deswegen musst du halt die Trainingssteuerung noch genauer machen, noch besser machen. Da darfst du keinen Fehler machen. Also dass du, wenn du da ins Übertraining kommst, dann ist natürlich das Problem viel größer wie in jungen Jahren. Okay. In jungen Jahren steckst du schneller weg. Im höheren Alter musst du natürlich noch professioneller arbeiten, noch besser auf die Ernährung achten. Der Fettstoffwechsel wird langsamer. Mhm. Also können wahrscheinlich alle bestätigen, die ein bisschen ab einem gewissen Alter, wenn sie essen, in jungen Jahren steckst du es weg. Ja, du kannst schon die Nacht Pizza machen oder so. Genau, und dann schläfst du gut. Und jetzt, wenn du jetzt Pizza machst, dann hast du zwei Tage Probleme, absolut, oder? Absolut. Also man muss natürlich im Alter alles ein bisschen berücksichtigen. Aber wie gesagt, bei mir, ich habe im Boxen wirklich, ich bin dem Boxsport dankbar. Ich habe sehr viel erleben dürfen. Aber irgendwann ist natürlich auch jetzt die Zeit gekommen, wo ich sage, ein großes Ding probiere ich noch und dann. Dann werden meine jungen Kämpfer und erst vor einer Woche. Mit einem tollen Vorbild. Natürlich, ich will denen immer noch ein Vorbild sein, auch was Training anbetrifft. Das lebe ich denen vor, was heißt diszipliniert zu sein, wie man trainiert. Und ich habe sehr große Nachwuchstalente und ich bin überzeugt, dass noch der ein oder andere Sportler von mir rauskommen wird. Spannend. Du hast einen speziellen Boxstil, habe ich auch so aus. Du bist Rechtsausleger. Das ist auch schwer zu boxen. Und du arbeitest sehr viel mit Doppeldeckung und du ärgerst die Kämpfer immer, wenn du eigentlich dran bleibst, oder? Sehe ich das richtig, wenn ich das so analysiert habe? Als ich mit 18 die Rocky-Filme gesehen hatte, das war für mich so die Inspiration, Boxen zu beginnen. Wir hatten ein bisschen eine schwere Kindheit, finanzielle Probleme. Der Vater hat uns im Stich gelassen, als ich ein kleines Kind war. Ja. Und meine Mutter musste die Jungs alleine großziehen, mit wenig finanziellen Mitteln. Und als die Rocky-Filme kamen, das war so für mich ein bisschen so die Rettung, so aus dem Nichts raus zu kommen und doch irgendwo Anerkennung, Respekt. Und als ich dann mit dem Boxsport begonnen habe, da habe ich mir vorgenommen, ich werde Weltmeister. Habe versprochen, ich werde Weltmeister. Wusste aber gar nicht, was ich verspreche. Die ersten Trainingseinheiten, die ersten guten Trainer, die haben gesagt, der hat kein Talent. Okay. Ja, und die haben in einem Punkt recht gehabt. Ich hatte kein Talent. Vielleicht, was die Beweglichkeit anbetrifft, die Reaktion, die Schnelligkeit, vielleicht für das Gewicht, was ich habe, vielleicht nicht die körperliche Größe, die notwendig wäre. Aber ich hatte andere Parameter.
Durchhaltevermögen, Härte, Einsteckvermögen, Mut und das waren und vor allem unbändigen Willen, mhm. Ehrgeiz, der mhm. mittlerweile seit 33 Jahren anhält. Seit 17 Jahren habe ich es geschafft, in der Weltspitze zu bleiben. Ja. Und diese Parameter haben die anfangs übersehen. Und natürlich musste ich meinen eigenen Kampfstil entwickeln, weil wenn ich versucht hätte, gegen die Weltklasse Boxer technisch zu gewinnen, ich hätte nie gewonnen. Ich wäre nie Weltmeister geworden. Ein Virgil Hill, einen Grigory Drost, diese Leute hätte ich nie besiegt. Ich habe sie besiegt durch wirklich eine erstmal stabile Deckung und durch eine unendliche Kondition, die ich wirklich durch knallharte Arbeit aufgebaut habe. Und ich habe praktisch diesen Leuten keinen Platz, keinen Raum gelassen, ihre Technik entfalten zu können. Ich habe ihnen keine Zeit und keinen Raum gelassen. Und das war die einzige Möglichkeit, um überhaupt in der Weltspitze letztendlich anzukommen. Der Wille versetzt Berge, oder? Ich glaube nach wie vor, wenn ein Mensch wirklich was will und dran glaubt und hart arbeitet, dann wird er auch seine Ziele erreichen. Ist auch so, dass man teilweise sagt, genau wie du das jetzt so schön formuliert hast, man will an der Weltspitze sein, aber ich denke mir auch, wenn man jetzt auch ein Treppchen vielleicht auf Platz 3 ist, ist man immer noch Bronzemedaillengewinner und man ist immer noch bei den Besten, oder? Es ist ganz klar, man ist immer noch bei den Besten. Also ich meine, man kann nicht sagen, man wird unbedingt Weltmeister. Ich bin dankbar, dass ich werden durfte, aber das hätte auch anders laufen können. Aber letztendlich sage ich mal, eins ist sicher, der, wo fleißig ist, wird immer Anerkennung und Respekt ernten. Also das ist Fakt. Ja. Also ob er jetzt Weltmeister wird, ist dahingestellt. Aber es wird auf jeden Fall eine Spitzenleistung abrufen können, wenn er dem wird auf jeden Fall überm Strich sein. Egal, ob er Boxer ist, egal was er macht. Ja. Jeder Mensch, der fleißig ist, egal ob im Beruf, in der Schule, im Boxsport oder egal welche Sportart, wenn einer wirklich fleißig ist und nicht aufgibt und dranbleibt und wirklich an sich arbeitet, hart arbeitet, der wird dafür belohnt. Ob es jetzt Weltmeister ist oder Zweiter, Dritter, das spielt immer keine Rolle. Ich finde, das ist die richtig gute Sichtweise. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Du bist jetzt nicht 51, du bist 31 und bist jetzt aktuell hier am Boxen, an der Weltspitze. Wer wäre dein Lieblingsgegner? Ich habe mich immer versucht, immer mit den Besten zu messen. Also natürlich, momentan im Cruisergewicht, bin ich ganz ehrlich, gibt es zwei große, es gibt viele großartige Sportler. Aber im Cruisergewicht sind natürlich momentan Myles Briddies, aber auch Lorenzo Colley aus England, wäre auch eine sehr interessante Paarung. Das wären für mich momentan interessante Namen, wenn ich sagen würde, ich habe nochmal die Chance, also wirklich die Weltspitze anzugreifen. Dann wären es Namen, aber auch ganz ehrlich, man muss auch ganz klar sagen, egal ob Arsène Gulamrian, ob Ilungu Makabu oder auch jetzt Ryan Murray aus Belgien, also es sind alles die sind nicht umsonst Weltmeister, es sind alle Weltklasse. Mhm. Es gibt noch bei der IBO den Jack Massey, auch ein starker Mann. Letztendlich, man muss erstmal Weltmeister werden. Jeder von denen wäre interessant zu kämpfen. Okay, wie ist es, wenn ich jetzt noch mal kurz in die Vergangenheit gehe? Gehen wir in die 90er. Du bist jetzt schon auch 31 und könntest jetzt auch gegen jemanden boxen aus dieser Zeit. Wen würdest du da wählen? Aus meiner Zeit? Ja, noch ein bisschen weiter. Ja gut, du bist ja eigentlich deine Zeit. In meiner Zeit, wo ich geboxt habe, war David Hay noch im Cruisergewicht. Er ist kurz drauf, ist er ins Schwergewicht hoch. Das wäre für mich natürlich damals einer der Leute gewesen, letztendlich gegen solche Leute überhaupt in den Ring zu steigen, ist ja schon wirklich was Fantastisches. Also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Avni Yildirim nimmt, auch wenn er keine Chance hatte gegen Canelo, aber allein, dass er sagen kann, er hat gegen Canelo im Ring gestanden. Also man muss ja schon sagen, ist ja ein bisschen auch der Gedanke Olympia. Ja. Egal, ob man jetzt eine Medaille hat oder nicht. Natürlich möchte man gerne eine Goldmedaille, aber überhaupt dabei sein zu können, zu dürfen, ist ja schon etwas Großartiges. Und wer kann schon von sich behaupten, er hat gegen Canelo im Ring gestanden, als Beispiel. Oder auch heute, wenn Leute wie Usyk oder Tyson Fury, wenn man Zephyr Seferi hat gegen Tyson Fury im Ring gestanden. Wahnsinn, verloren oder nicht. Also man muss sagen, das ist schon etwas, das sind schon besondere Sportler, Männer wie Tyson Fury und Mike Tyson seiner Zeit. Wenn einer, egal ob er auch verloren hätte, wenn man sagen kann, ich habe gegen Tyson Fury im Ring gestanden. Das ist grandios, das oder? Ist schon grandios. Auch ein Erlebnis. Also natürlich, also das ist... Von daher gesehen, oder einer mit den Klitschkos als Beispiel, auch wenn man verloren hat, wenn einer gegen den Klitschko im Ring gestanden hat, das sind schon Größen des Boxsports. Da erinnert man sich auch natürlich, dran, oder? Also noch heute werden die Gegner von Muhammad Ali genannt, egal ob sie gewonnen oder verloren haben. So, aber das ist doch das Schöne am Boxsport, dass das immer verbunden ist auch mit Erinnerungen, mit einer Zeitepoche. Natürlich, oder? Es gibt jede Zeit, hat seine Helden und ist auch schön so. Wahnsinn, super.
Fiorad Aslan, wir sind bereits am Ende von unserem Interview. Ich habe sehr gefreut, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Nächstes Mal kriege ich noch eine Rechtsauslage und dann ist fertig lustig mit Five Promoter. Nein. Scherz beiseite. Auf jeden Fall super, dass du da warst. Ich bedanke mich herzlich. War eine riesengroße Bereicherung und wir können uns jetzt verabschieden in die Totale. Das war's wieder. Five Promoter TV. Fiorad Aslan, bitte noch die letzten Worte. Ich danke, dass ich da sein durfte und wünsche allen Nachwuchssportlern im Boxsport, allen momentan aktuellen jungen Leuten, die im Boxsport aktiv sind und die an der Spitze sind, wünsche euch alles Gute. Ich wünsche dem Boxsport alles Gute und auch euch mit eurer Sendung viel Erfolg. Ihr macht es super und ich wünsche euch noch sehr viel weiter erfolgreiche Sendungen. Perfekt, super. Also haut rein, bis zum nächsten Mal.